Hi ihr Lieben, einen schönen Freitag für euch und somit einen schönen Start ins Wochenende. Ja, die Zeit vergeht wahnsinnig und wie im Flug. Ich habe einen ganz kleinen Semi-Film-Haul für euch. Ist nicht viel, aber ich dachte, ich zeige euch die Sachen trotzdem mal, weil die sind ultra niedlich. Ich habe mir Memo-Papier bestellt, also diese Memo-Pads, Memo-Blöcke, was man auch immer dazu sagt. Und die sind so zauberhaft süß. Und deswegen zeige ich euch die einfach mal. So, die Rechnung, die packen wir mal dezent weg. Und dann haben wir hier, vielen Dank für die Bestellung und ein Goodie. Da haben wir total ultra süße Sticker. Und das andere packe ich mal auf die Seite und zeige euch das mal eben. Und ich glaube, ich zoome mal ein bisschen ran. Genau, zeige ich euch mal zuerst die A6-Blöcke. Also die sind schon was größer. Ich weiß gar nicht, die kleineren, welche Größe das jetzt ist. Aber das sind auf jeden Fall hier A6-Blöcke. So, und schaut mal, wie... Und nee, doch nicht mit dem Zoom, ist zu weit. Schaut mal, wie ultra süß. Ja, und da kommt man wirklich eine ganze Weile mit aus. Ich benutze solche Papiere total gerne, wenn ich meine Bestellungen abschicke, schreibe ich immer ganz gern noch zwei, drei Zeilchen mit auf. Und dafür finde ich halt diese Papiere total schön. Dafür sind sie ja da. Also ich packe mir die jetzt nicht ins Regal, wobei das echt ultra süß ist, ja. Aber ich benutze die schon. Und wenn sie eben alle sind, dann kauft man sich Neues. Also hier haben wir dieses. Schaut doch mal, das ist so ultra niedlich. Und wie gesagt, man kommt eine Weile mit hin. Und für meine Zwecke total ausreichend, also von der Größe. Weil, wie gesagt, ich schreibe zwei, drei Zeilchen. Und genau. Machen wir das mal so. So, und dann haben wir den. Oh, guck mal, der ist so ultra süß. Total knufflig, gell? Ja, ich finde die total schön von Sammy Film. So. Packen wir mal die Sticker noch mit hier hin. Dann, ja, morgen ist ja Halloween. Ich doofe Nuss, ja, es liegt ja schon ein paar Tage hier und ich habe in der Zeit jetzt auch wieder viel Post verschickt und habe anderes Memo-Papier benutzt, statt dieses hier, weil es jetzt gerade passt. Morgen ist Halloween und dann ist Halloween vorbei und ich habe das nicht benutzt. Aber gut, nächstes Halloween kommt, aber ich denke mal, man kann das jetzt schon noch eine Woche benutzen, mein Gott. Aber dann ist Halloween vorbei, ja, und ich wollte es eben noch nicht anfangen oder benutzen, bevor ich das Video gemacht habe. Total Banane, es hätte ja überhaupt, wäre ja gar nicht aufgefallen, wenn hier jetzt schon drei, fünf Zettelchen gefehlt hätten. Aber naja, so ist es. Ich bin da immer ein bisschen Macke. Und das sind die. Und dann, ach, hier steht bestimmt die Größe drauf. Ich gucke mal eben auf die Rechnung. Also, genau. Ja, ich habe es mir fast gedacht, das ist A7. Das ist ja so... Ja, das kommt hin. Das ist fast Pocketgröße von meinem Planner. Ey, cool, die passen vielleicht mit meinem Planner. Nee, Planner ist ein bisschen größer, glaube ich. Ja, das ist also A6. Und dann habe ich noch kleine A7-Blöckchen bestellt. Die sind auch im Grunde ausreichend für das, was ich damit vorhabe. Also eben ein paar Zeilchen schreiben. Und guck mal, die sind so niedlich. Guck mal. Also hier seht ihr mal den Unterschied, ne? A6 und A7. Aber wie gesagt, reicht völlig aus. Und die Motive sind so ultra süß. Süß, irgendwie lispel ich schon als Kind. Und ich merke es auch manchmal und ich kann es aber nicht ändern, ne? Weil es ist halt, wie es ist. Es nervt mich nur manchmal selber. Und hier, das guck doch mal. Das passt so perfekt, wenn ich da so ein paar Zeilchen mitschicke. Passt einfach so, so, so toll. Ja, das wäre dieser. Und dann habe ich zu guter Letzt, sind das dann alle? Hatte ich drei von den kleinen? Genau, vier große und drei kleine. Und dann habe ich den, oh guckt mal, der ist so richtig schön jetzt für den Herbst. Ja, schaut mal. Ja, mein Schatz. Guck, guck.
Wem haben wir denn da? Hast du da hinten deinen neuen Ball? Die Mama war kurz gestern bei Teddy und auch da wurde wieder neues Spielzeug mitgebracht. Ne? Was ist los? Willst du mal gucken, was die Mama hier hat? Das ist Papier, ne? Ja, was anderes hat die Mama hier nicht. Ja, süß, gell? Ja, ich finde es auch immer sehr süß, eure Kommentare zu Mowgli. Er ist wirklich ein Traum. Also er ist einfach vom ganzen Wesen, vom Charakter, er ist einfach zauberhaft. Ist ja auch meiner und er ist sehr gut gelungen. Es ist halt einfach meiner, ne? Also vielen Dank nochmal dafür. So, meine Lieben, das war es auch schon. Das war ein kleiner, kurzer, knapper Haul. Ich habe wirklich nur hier Memo-Blöcke bestellt. Aber schaut ruhig mal bei ihr in den Shop. Sie hat so zauberhaft süße Sachen. Also sie hatte jetzt auch wunderschöne Sets zu Halloween, auch Die-Cuts und so. Aber ja, da ich schon einiges an Halloween-Sachen bestellt hatte und selber ja auch einen Plotter habe und mir Die-Cuts und so plotten kann und Sticker, ja, habe ich das jetzt mal dezent sein lassen und habe mich hier wirklich auf die Memo-Blöcke beschränkt. Und ja, meine Lieben, das war's. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen zauberhaften Start ins Wochenende. Morgen ist Halloween. Ja, ne, ihr wisst ja, ab Montag Fitnessstudios, Kinos, alles wird wieder geschlossen, was ich natürlich ein bisschen schade finde, aber es ist, wie es ist. Und was sein muss, muss sein. Aber ja, man kann halt wieder nicht trainieren gehen. Ich gehe ja ins Fitnessstudio, aber es ist, wie es ist, wie gesagt. Und demnach weiß ich gar nicht, ob die Kiddies morgen an den Türen klingeln. Ist für die Kinder natürlich auch richtig doof. Ne? Also die Kinder leiden da ja auch drunter. Man muss denen ja irgendwie verständlich machen, wie die Lage ist. Und für Kinder ist es, denke ich mal, ziemlich blöd. So, aber anderes Thema. Macht's gut, meine Lieben, und bis zum nächsten Video. Tschüss!